So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play. Ja, wie sieht man es denn hier schon? Mineville. Und ich habe hier gerade 15 FPS, das soll doch nicht sein. Was ist denn hier los? Je nachdem sieht man das hoffentlich nicht so stark. Ich mache einfach mal Folgendes. Ich stelle es mal auf Spaß. Schnell. Uah, was nun? Das wird sich gleich verbessern. Hoffe ich zumindest. Was ist das denn hier jetzt? Alter, ich bin schon wieder auf Windows 8 umgestiegen. Also war ich auch schon letztes Mal bei der letzten Aufnahme und schon beginnen hier die Bugs. Was machen wir? Was machen wir? Oh nein, es fängt ja immer mehr an hier. Was ist hier los? Okay, was? Ich spiele mal kurz ohne. Wo ist der Shader-Dings denn? Achso, das da. Na, hä? Lol. Nee, wisst ihr was? Wir machen das mal kurz so. Oh man, fängt ja wieder super an. Obwohl, jetzt habe ich 17 FPS, das reicht. Aber was ist das? Hier sind auch, das wurde auch ein bisschen geupdatet, ne? Ah, ich weiß, woran es liegt. Da jetzt Druckplatten da sind, fängt das hier an, ey. Nein. Ernsthaft? Okay. Gut. Alles klar. Verstehe schon. Und wann geht's endlich los? Die wollen eigentlich nichts zu tun haben. Dieser Fraps-Einbruch in die Sonne. Oh. Oh, bitte. Mach die Dinger wieder weg. Und wir spielen hier auf der neuen Karte. Auf der neuen Karte. Die sehr geil ist. Und ich nehme gleich den Shader mal raus. Übrigens, diese Karte ist extrem geil, finde ich. Das ist mal eine ganz Abwechslung. Na gut, die hier müsste noch ein bisschen gearbeitet werden. Also ich finde, das ist noch ein bisschen ideenlos. Also ich finde es hier noch ein bisschen einsam. Und ich suche hier gerade einen Eingang, den ich hier gerade nicht finde. Weil hier gibt es ja auch eine Höhle. Wo das teilweise ist diese ganze Karte eigentlich in der Höhle gedacht. Dass du in der Höhle bist, aber jetzt im Moment nicht. Oh, sehr schön. Die Hackfresse, warum? Was ist mit mir? Ja, keine Ahnung, weil du eine Hackfresse hast. Nein, nichts dagegen dir, aber egal. So, ah, da haben wir den Eingang. Na, endlich habe ich den mal gefunden. Und ich bin Traitor. Ist das nicht super? You are Traitor. Und ich habe kein Schwert. Ist das nicht toll? So, dann suchen wir mal ein Schwert. Ja. Need one too. Huch. Was ist denn hier los? Ja, sag mal. Was passiert, wenn man hier aufdrückt? Ha! Geil! Aua. Okay, das war ein bisschen bescheuert. Ich war nur ein bisschen neugierig, was der Knopf macht. Okay, da wissen wir es schon. Okay. Okay, okay, war ein guter Startversuch. Also, ja. Ich wollte nur noch mal wissen, was der Knopf macht. Und schon sind drei Leute tot. Ist doch geil, ey. Ist ja geil, ey. Dieses Spiel beeindruckt mich. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass was passieren würde. Aber ich wollte es ja mal nur mal sicher gehen und wollte es mal ausprobieren. Also von daher, verzeiht mir, dass ich das gemacht habe. Nun gut. Ich glaube, ich nehme gleich nochmal den Shader raus. Deswegen werde ich gleich nochmal unterbrechen. Ich werde das mal komplett neu installieren, weil ich das einfach übernommen habe. Deswegen läuft das vielleicht auch nicht so flüssig. Obwohl. Ich glaube, so viel Sonne Frapsense hatten wir letztes Mal auch. Soll ich nochmal raufdrücken? Geil ist auf jeden Fall. Drück den Knopf! Hey, drück den Knopf! Drück den Knopf! Oh. Idiot. Na gut, dann mach's halt nicht. Drück den gottverdammten Knopf nicht. Ist schon gut, okay. Du brauchst den Knopf nicht drücken. Oh Mann. Uah. Na super, da hätte ja mal gleich den Knopf drücken. Iskaro, was hast du getan? Was tust du? Das geht gar nicht. Oh Gott, Hilfe. Meine Fresse, was hast du getan? Ja, ich weiß jetzt, wie man das macht. Ich muss einen Code eingeben. Ich glaube, das war B2 oder B1. Ich weiß nicht mal. Wenn man Traitor ist, macht man das halt so. Und dann
Ja, dann wird das, kriegst du solche Pfeile. Da musst du aber vorher drei getötet haben, ne? Ich glaube, das waren drei. Aber je nachdem kannst du dann Trader-Sachen kaufen. Das habe ich jetzt von meinem Bruder erfahren, weil der spielt schon länger. Huch. Oh. Alter, wie geil das Wasser aussieht. Oh, ich liebe den Shader-Mod. Oh, ich muss den komplett nochmal neu installieren heute oder mit demnächst. Deshalb werde ich da noch mal ein bisschen arbeiten dran. Also nicht heute mehr, morgen vielleicht. Heute habe ich keine Zeit, leider. Es ist schon spät und morgen Schule. Naja, zum 4. da geht es ja. Von daher ist es mir Wurst. So, ich will mal sehen, wer hier gewinnt. Obwohl, das dauert hier schon ziemlich lange. Ich weiß nicht, sollten wir schon rausgehen oder nicht? Let's kill. Ja, töte jeden, genau. No! Ja. Das würde ich auch sagen zu den Vollidioten, dass er Minuspunkte kriegt. Das ist nicht sehr schön. Das ist wirklich nicht sehr schön. Aus damit. Ich spiele heute Musik drüber, ey. Von daher. Im Moment spiele ich immer drüber die Musik, aber ich weiß nicht, ob ich das dauernd mache. Und ich werde auch gleich mal den Shader rausnehmen. Jo, jo, wir werden uns gleich nochmal wiedersehen. Ich nehme kurz den Shader raus. Oh gut, die Runde ist vorbei. Yippie. Oh scheiße, die anderen haben gewonnen. Egal, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Na gut, wir sehen uns gleich wieder bei meiner nächsten Runde. Ich mach mal kurz den Shader raus. Bis gleich. Tschüss. So, weiter geht es und ich habe den Shader rausgenommen für die heutige Runden. Ich habe es einfach komplett auf Force Update gemacht, damit das Minecraft komplett platt ist und jetzt spielt die ganze Framerate komplett verrückt, was aber auch erstmal Wurst ist, obwohl man kann das ja einstellen. Ausgeglichen, Energiesparmodus, maximal FPS, das wird so schön. Nee, wir stellen nämlich hier auf Energiesparmodus, oder? Ja, das reicht locker. Und wir können die Sichtweite noch ein bisschen höher stellen. Okay, gut. Und wir können natürlich. Nein, nicht Musik. Musik wieder aus. Wir können natürlich das wieder auf schön stellen. Ja, ich habe den Share das mal rausgenommen. Werden wir nachher wieder bei der nächsten Runde oder beim nächsten Mal wieder einfügen. Wenn ich das wieder hinkriege. Und diese Taste, die macht mich. Warum haben sie es getan? Jetzt spielt mein Shader mal verrückt hier in Ladebildschirm. Ich kann das nicht fassen. Warum haben sie es getan? Warum? Oh Mann, ich finde es auch schade, dass man nicht mehr runterschubsen kann. Obwohl, das würde schon richtig Probleme hier geben. Egal. Hauptsache, runterschubsen. Finde ich echt schade, dass Kühe und so und Spieler nicht mehr andere Spieler schubsen können. Ich weiß nicht, findet ihr das scheiße oder eigentlich mehr gut? Dann würde das nicht so passieren, ja? Guck, man kann einfach durchlaufen. Was ist das denn hier? Das ist doch unrealistisch. Huch, und es geht schon los. Und ist die Karte auch neu? Och nö! Das ist jetzt doof. Das ist jetzt Kacke, okay. Ich dachte, bei einem 32-Texturenpack braucht man das nicht machen. Und die haben noch eine geile K neue Karte. Das ist ja schön. Hoffentlich sind hier nicht so viele Texturenfehler. Na, hoffen wir es mal. Egal, dann müssen wir gleich mal das Texturenpack nochmal ändern. Dann spielen wir halt auf dem Default und das kommt mir bekannt vor. Ach so, sah der Awesome Dude früher aus. Genau. Ist aber nicht mehr so. Heute sieht er ein bisschen anders aus. Oh, wie geil diese Wand doch aussieht, ne? Jo. Ist nicht aufgefallen, dass das Holz so einen neuen Sound hat? Das ist sehr interessant. Egal. Wir haben immer noch kein Schwert und wir sind sozusagen am Arsch. Ich wusste gar nicht, dass dieses Holz so ein Quieken hat, wenn man so rüberläuft. Ist ja schon geil. Wir sind unschuldig, okay. Ist nicht schlimm. Oh oh. Ah, gut, ich wollte schon sagen, die bringen mich um. Obwohl. Okay. Nein, es gibt hier keinen Tester oder wie? Was soll ich jetzt schreiben? Ist die Karte komplett neu?
Das frage ich mal.